Sowohl die US-Notenbank Fed als auch US-Präsident Biden sind jetzt mit vollem Karacho auf dem Weg ins Desaster. Warum das so ist, will ich in diesem Video zeigen, aber wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass im November die Zwischenwahlen sind in den USA und wenn Biden, wenn die Demokraten da Senat und Abgeordnetenhaus verlieren, dann ist Biden vollends eine Lame Duck, kann nichts mehr wirklich großartig umsetzen, wirkt ja jetzt schon nicht gerade als die dynamischste aller US-Präsidenten, also dann wäre das Ganze wirklich ein ziemliches Desaster politisch auch für Joe Biden. Jetzt aber ist das andere Problem die Inflation. Und Joe Biden hat offenkundig Paul den Auftrag gegeben, bekämpfe mir die Inflation, denn das ist natürlich für eine Konsumwirtschaft extrem wichtig, dass die niedrigeren Einkommensschichten nicht aus dem Konsum rausgeschmissen werden. Das würde die Wirtschaft in den USA nicht kompensieren können. Also muss man die Preise nach unten bekommen. Auf der anderen Seite hat die Fed jetzt eine Situation, die eigentlich nicht lösbar ist. Und dieser Unfall, der sich abzeichnet, der ist in Zeitlupe bereits eigentlich seit November der Fall, als Biden eben den Auftrag an Paul gegeben hat, bekämpfe mir die Inflation. Und jetzt hat sich aber dieser Unfall in Zeitlupe nochmal stark dynamisiert, beschleunigt. Und das wollen wir uns mal anschauen. Zufällig oder nicht zufällig. Gestern James Ballard hat gesagt, also wir können auch zwischen den Sitzungen die Zinsen anheben. Wir können also jederzeit die Zinsen anheben, sagt James Ballard. Und großer Zinsschritt sei wahrscheinlich erforderlich, also 50 Basispunkte, 0,5%. Und wir sollten bald mindestens bei 1% Zinsanhebung sein. Unten in dem Chart sehen wir, da haben die Märkte nicht gerade entspannt reagiert. Ein Freund von mir hat gesagt, also ich hatte gestern beim Handelstag den Eindruck, es kamen die CPI-Daten, die Verbraucherpreise und die Märkte erstmal runter, aber dann so getan, als wäre nichts. Das ist so, meinte er, wie Eltern, die ihren Kindern sagen, jetzt geht ins Bett und anfangs klappt das auch, aber plötzlich fangen die wieder an, voll rumzutollen und dann geht der Vater nach oben und sagt, jetzt reicht's und fängt an zu brüllen. Und dann ist wirklich Ruhe und so ein bisschen war das gestern. Die Fed ist in Panik und James Ballard, interessanterweise, ist ja, das dürfen wir nicht vergessen, Republikaner. Er war immer ein Liebling von US-Präsident Trump, dem Vorgänger von Biden. Denn Ballard war damals immer extrem dovish. Hier zum Beispiel mal eine Aussage aus dem Jahr 2013. Nicht 23. Hier sehen wir, dass Ballard immer im Prinzip auf der dovischen Seite war, immer die Märkte gerettet hat, wenn es sein musste, immer mit Kommentaren die Märkte gestützt hat. Aber seit Biden an der Macht ist, ist er plötzlich ziemlich hawkisch geworden. Wahrscheinlich sieht er auch wirklich die Notwendigkeit für deutlich straffere geldpolitische Maßnahmen jetzt. Aber es ist sicher so, dass er jetzt nicht unbedingt Biden damit einen Gefallen tut, könnte man sagen. Also auffällig, ein Republikaner ist derzeit der hawkischste unter den Fed-Mitgliedern. Ballard, sehen wir hier, hat hier diese Aussagen gemacht, also halber 0,5% Zinsschnitt wird uns nicht reichen. All das gab es ja nur einmal eigentlich im Jahr 2000 und die Fed hat noch nie einen Zinsanhebungszyklus mit einem 0,5% Schritt angefangen. Auch das wäre ja letztendlich ein Eingeständnis, dass man zu lange gepennt hat, dass man zu lange nicht auf die Bremse getreten hat, dass man hinter der Kurve ist, aber vielleicht hat man jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr. Wir sehen hier die Erwartungen. Edward Goldman Sachs sagt 7 Zinsanhebungen in 2022. Citigroup sagt 0,5% Zinsanhebung bereits im März. Dann sagt Bloomberg allerdings, also die Fed findet das nicht so toll, 0,5%. Weiß man nicht, aber jedenfalls sehen wir, dass hier jetzt doch die Dinge ziemlich hoch kochen. Und Goldman Sachs sagt 7 Zinsanhebungen. Warum? Weil es droht eine Lohnpreisspirale. Deswegen sagt man auch, gute Argumente für einen 50 Basispunkte Anhebung der Zinsen im März. Hier sehen wir mal die Erwartung der Inflation. One year ahead inflation expectations. Einmal von der Uni Michigan, andererseits von der New York Fed Umfrage. Also die Inflationserwartungen sind sehr, sehr hoch und wir sehen eben die Durchschnittslöhne
Und die ECI Private Wages, die zeigen weiter nach oben und dürften auch weiter noch nach oben gehen. Hier Frühindikatoren zeigen, dass die Löhne noch weiter steigen dürften und damit wäre eben diese Lohnpreisspirale dann in Kraft. Aber selbst steigende Löhne, und das geht ja gar nicht anders, wenn die Inflation so deutlich steigt, dann müssen auch die Löhne steigen, aber die Löhne steigen nicht genug, um eben die Inflation auszugleichen. Seit 2021 verlieren die Amerikaner dadurch faktisch an Kaufkraft und unten sehen wir mal, die Approval Ratings für Biden und Trump zum Zeitpunkt der aktuellen Situation, also jetzt eben zu dieser Amtszeit. Wie stand Trump damals nach den Wahlen, dann nach eben dem jetzigen Zeitpunkt und wie steht Biden da? Biden steht schlechter da, dass die Kurve nach unten geht, ist normal, aber bei Biden geht sie jetzt doch relativ steil nach unten. Also Biden steht schlechter da als Trump seinerzeit dagestanden ist und das ist natürlich ein Riesenthema. Jetzt hat das Weiße Haus eigentlich direkt der Fed gesagt, hört auf mit dieser ultralaxen Geldpolitik. White House appropriate for Fed to recalibrate support. Und ein Kommentator sagt, Biden sagt damit faktisch, Paul, du sollst die Economy crashen, du sollst die Wirtschaft crashen. Und Goldman Sachs interessanterweise sagt, ja, die Inflationsrisiken, die kommen, oder diese hawkische Wendung der Fed kommt durch die Inflationsrisiken, weniger durch die sich verbessernde Wirtschaft, improving growth expectations. Und jetzt hat die Fed im Grunde zwei Möglichkeiten. Man hebt die Zinsen an in eine Stagflation, also hohe Inflation bei gleichzeitig keinem Wirtschaftswachstum mehr. Oder man versucht in irgendeiner Form die Wirtschaft abzukühlen, die Nachfrage abzukühlen, denn wir haben ja derzeit das Problem, dass wir zu wenig Angebot für zu viel Nachfrage haben. Aber so oder so, wenn die Fed die Zinsen anhebt, will, dann trifft das meistens die kürzer laufenden Anleihen, etwa die zweijährige US-Staatsanleihe, deren Renditen gestern massiv gestiegen. Wenn die Fed Bilanzsumme reduzieren will, dann trifft das meistens die länger laufenden Anleihen und das führt dazu, dass wir letztendlich eine Invertierung der Zinskurve früher oder später sehen werden. Jedenfalls versucht man ein Soft Landing der Wirtschaft hinzukriegen, indem man sozusagen von allen Seiten jetzt scharf schießt und das bei einer Inflation von 7,5% und einer sehr, sehr hohen Bewertung der Aktienmärkte. Viel Glück mit diesem Versuch. Das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Hier sehen wir jetzt auch, wie die Dinge plötzlich gelagert sind. Es gab gestern dann Bewegungen bei den Fed Fund Futures und Aussagen von Analysten, die gesagt haben, also wir rechnen jetzt im Grunde mit einem Zinsschritt schon außerhalb der Fed-Sitzung, nachdem eben James Ballard diese Äußerung getätigt hat. Wir sehen die Fed Fund Futures, buff, Wahrscheinlichkeit für eine außerplanmäßige vor März stattfindende Zinsanhebung massiv nach oben. Und heute Nacht hat die Fed folgende Mitteilung gegeben, wir werden am Montag ein geschlossenes Meeting, Board-Meeting abhalten. Nun ist es so, dass das Fed-Board sich eigentlich jeden Montag trifft, aber nicht geschlossen. Das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Es könnte also sein, dass am Montag bereits dann die Zinsen angehoben werden. Jim Bianco hält auch das für wahrscheinlich. Er sagt, normalerweise kommen solche außerplanmäßigen Dinge der Fed dann immer so eine Stunde vor Markteröffnung. Also das wäre jetzt keine ganz große Überraschung mehr. Die Fed hätte aber, wie Jim Bianco sagt, auch die Möglichkeit, einfach das QE jetzt einzustellen, weil jetzt die Zinsen anzuheben, während man gleichzeitig noch Benzin ins Feuer gießt, indem man Quantitative Easing betreibt, also Anleihen kauft, macht ja eigentlich nicht wirklich ganz großen Sinn. Und wie die Dinge jetzt gelagert sind, warum das Ganze ins Desaster führt, das sehen wir an den Anleihenmärkten sehr, sehr klar. Oben sehen wir etwa mal den die Renditen 2 Jahre und die 10-jährige Staatsanleihe. Und oben dieser, im oberen Chart, dieser schwarze Strich zeigt, wenn die Zinskurve invertiert, wenn also eine 2-jährige Staatsanleihe mehr rentiert als eine 10-jährige Staatsanleihe, dahinter steht der Gedanke, dass die Fed die Zinsen anheben wird, dann aber durch diese Zinsanhebung die Wirtschaft in eine Rezession reiten wird. Und wir sehen hier oben in dem Chart, wie stark jetzt der Spread sich verringert, wie stark wir in Richtung Invertierung der Zinskurve unterwegs sind. In der unteren Grafik sehen Sie, und dort ist diese Invertierung gekennzeichnet, auch mit diesem schwarzen Strich, allerdings unten im Chart, dass kurz nach einer solchen Invertierung oder ein paar Monate nach einer solchen Invertierung dann immer eine Rezession gefolgt ist. Rezession ist hier grau gestaffelt oder hier dieser graue Bereich. Also wir sehen, das ist ein sehr, sehr gutes Prognoseinstrument, um
Rezessionen vorherzusehen. Und das dürfte auch passieren. Wir sehen, dass die Euro-Dollar-Kurve Ähnliches signalisiert. Euro-Dollar hier nicht gemeint als das Währungspaar, by the way. Also die Message ist, wir sehen das an verschiedenen Märkten. Die preisen jetzt eine erhöhte Rezessionswahrscheinlichkeit ein. Und hier schauen wir mal auf eine Grafik, die zeigt, immer wenn die Fed die Zinsen angehoben hat, dann ist irgendwie ein Unfall passiert und sie musste wieder zurückrudern. Das ist genau das Problem. Und ich wollte Ihnen hier das nochmal zeigen, was ist passiert. Hier sehen wir dann auch die Zinsen, diese dunkelgrauen Balken. Hier sehen wir, dass jedes Mal dann, wenn die Zinskurve invertierte, kurz danach die Fed begann, die Zinsen abzusenken. Sie sehen das hier mit diesen blauen Pfeilen gekennzeichnet. Jetzt aber haben wir das Problem, es ist nichts mehr abzusenken. Wir sind bei Null. Du kannst also jetzt nicht mehr reagieren als Notenbank. Und das ist das ganze Desaster, das sich derzeit eben abspielt. Und hier sehen wir, jeder Zinsanhebungszyklus hat eben dann letztendlich die Dinge kaputt gemacht. Und es wird diesmal nicht anders sein, zumal die Welt ja extrem verschuldet ist, zumal die Märkte extrem süchtig nach dieser Liquidität sind. Du kannst einem vollabhängigen Junkie nicht erzählen, dass jetzt der Stoff mal ausgesetzt wird. Das wird nicht ohne Folgen bleiben für Körper und Geiste des Junkies. Dementsprechend wird es diesmal wahrscheinlich auch nicht anders kommen. Mohammed Elian sagt hier, also die Fed hat jetzt ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem. Man hat die Kontrolle über das Narrativ in Sachen Inflation verloren, weil man sich so lange geweigert hat, das zur Kenntnis zu nehmen. Man sieht, dass jetzt Inequality ein Riesenproblem ist, also dass vor allem die unteren Einkommensschichten da stark leiden. Jetzt, wenn man die Geldpolitik strafft, allerdings, dann schadet man wieder besonders den unteren Einkommensschichten, die ohnehin knapp sind. Warum sehen wir hier? Hier sehen wir etwa die Mortgage Rates, also die Zinsen für Hypothekenkredite, gehen steil nach oben. Das verteuert also den Immobilienerwerb, beziehungsweise wer dann eine Immobilie finanziert hat. In den USA sind diese Zinsbindungen flexibel. Das heißt, die reagieren auf solche Schwankungen. Die Zinslast wird also deutlich teurer und auch für die Firmen wird es schwierig. HYG ist das Junk Bond ETF. Und hier sehen wir, dass die Risikoprämien deutlich, deutlich steigen inzwischen. Das wird schwache Firmen unter Druck bringen, die ohnehin eine schlechte Bilanz haben. Das wiederum wird zu einem Firmensterben führen, übergeordnet gesund, denn kranke Firmen, wenn die sich durchschleppen, dann fressen die Ressourcen auf, die in gesunde Firmen investiert werden könnten, übergeordnet eigentlich gut, aber es wird eben kurzfristig dann bedeuten, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass diese schlechten Firmen ausscheiden. Und wie stark die Bewegungen einzuschätzen sind an den Märkten insgesamt, etwa an den Anleihenmärkten. Das sehen wir hier gestern. Die Renditen haben sich so stark bewegt wie seit der Finanzkrise gestern nicht mehr. Das heißt, das letzte Mal, wie hier ein Kommentator formuliert, als wir solche Bewegungen gesehen haben, da war Bear Stearns, diese Investmentbank, schon in Schieflage. Und wir sehen, dass die Fed Fund Futures, die die Zinswahrscheinlichkeiten einpreisen, gestern mit dem absolut höchsten Volumen ever gehandelt wurden, über 300.000 Kontrakte. Das ist achtmal der Durchschnittswert, der gestern da erreicht wurde. Und die Fed Fund Futures reagieren eben mit diesem erheblichen Volumen jetzt sogar mit der Einpreisung von 87% auf einen 50-Basispunkte-Schritt der Fed im März. Also es ist eher wahrscheinlich jetzt, dass die Fed die Zinsen um 0,5% anheben wird, wenn sie überhaupt bis März wartet. So die Auffassung der Märkte. Schauen wir uns jetzt noch eben diese Aktienmärkte an. Wir sehen, dass die Aussagen von Ballard dann die Kinder sozusagen doch ziemlich ruhig gemacht hat. Wir sehen, dass die Märkte gefallen sind. Wir sehen hier die Sektoren, Technology dann relativ weiter unten. Aber entscheidend und interessant ist das, was JP Morgan sagt. Wir haben gestern das höchste jemals verzeichnete Volumen gesehen, das Privatinvestoren gekauft haben. Die haben also gekauft, 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 gekauft. Und die sitzen nach wie vor massiv auf Long-Positionen und glauben, es ist das alte Spiel, das Spiel, das da heißt Buy the Dip, die Fed wird euch retten, aber die Fed ist vom Freund zum Gegner der Märkte geworden. Hier sehen wir mal charttechnisch, wie Jim Bianco sehr gut zeigt, dass wir jetzt zweimal an das 61,8er Retracement gelaufen sind. Das ist knapp unter 4.600 Punkten beim S&P 500, das ist dieser grüne
Querbalken, hier wichtiges Retracement vom Hoch zum Korrekturtief, das wir hier gesehen haben. Ist die Rallye damit jetzt vorbei, die wir im Grunde seit 24. Januar sehen? Fragezeichen. Hier sehen wir der SPY, maßgebliches ETF auf den S&P 500. Da hat jemand gesagt, das sieht aus wie ein lachendes und weinendes Gesicht, also so das lachende Gesicht und hier die Träne. Wir sehen, das ist eine etwas ungewöhnliche Kerze. Immerhin der S&P 500 über seinem 200-Tages-Durchschnitt und ein Triple Q, also das maßgebliche Nasdaq-ETF unter dem 200-Tages-Durchschnitt, sieht schlechter aus. Tech sieht also schlechter aus als S&P 500. Jetzt noch kurz hier der Blick auf die Notenbankperspektive andernorts. Wir sehen, dass China jetzt massiv Geld in die Märkte pumpt, fast eine Billion neue Kreditvergabe. Das lag über den Erwartungen. Wir sehen, die Chinesen gehen dagegen aufs Gaspedal. Genau das tun zwar nicht ganz so die Japaner, aber die japanische Notenbank ist besorgt durch den massiven Anstieg der Renditen und sagt, wir werden jetzt unlimitiert 10-jährige japanische Staatsanleihen kaufen, um den Renditeanstieg zu bremsen. Und jetzt heute Nacht, Madame Lagarde, also steigende Zinsen würden ja kein einziges Problem lösen, was wir haben, gell? Also deswegen machen wir weiter QE, gell? Und das habt ihr dann davon, von eurer Raserei in Sachen Zinsen, gell? Also die Lagarde ist durchaus ratlos jetzt und sagt, wir können doch keine Probleme lösen mit Zinsen, aber schütten weiter Benzins ins Feuer mittels der Anleihekäufe, die die EZB ja fortsetzt. Man kann nur noch den Kopf schütteln über das, was da passiert. Was passiert beim Goldpreis? Das ist die Frage, die Sie einem Artikel, der unter dem Video verlinkt ist, entnehmen können. Bricht der jetzt aus? Dieser Artikel ist kurz vor den Verbraucherpreisen gestern geschrieben worden aus den USA. Spielt aber keine Rolle, weil letztendlich hier die Perspektiven gezeigt sind. Was passiert, wenn welche Marken hier gebrochen werden? Ja oder nein, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Tag. Servus und ciao.